Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute werden wir mal einen kleinen Burger-Transport machen. Ja, wir werden mit dem Scania P220 in dieser Version eine kleine, feine Runde auf der Euro-Net-Map 1.3 machen. Ja, und ich hoffe, dass ich heute keine Probleme habe. Ihr habt ja das letzte Mal gesagt, ja, Maximus, du hast die eine Datei da vergessen. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Ich muss sagen, solche LKWs, die fehlen wirklich im Spiel, oder? Ja, definitiv. Was denkt ihr? Und ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wann wart ihr das letzte Mal bei irgendeinem Burgerladen? Machen wir mal Motor an. Das Lenkrad geht runter. Ist nicht hundertprozentig dieser Truck. Man sieht jetzt hier diese ganzen Spiegelungen. Ja, ich wollte ihn aber trotzdem nehmen. Und dass das Navi nicht so richtig hundertprozentig... nicht so hundertprozentig funktioniert, ne? So. Ich hoffe, dass er auch nicht zu laut ist. Der LKW. Aber ich merke schon, uiuiui, der rappelt schon ein bisschen in der Kiste, der Truck, ne? Er ist schon nicht leise. Naja, ist das stärkste Gerät hier. Wartet mal, das ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu laut. Es ist wieder ein neues Profil und jeder LKW ist irgendwie auch anders. Ey, das kannst du wirklich, da gibt es keine richtige Option, wo du jetzt sagst, hey, warum habt ihr das nicht? Ach, es ist einfach nur schrecklich. Oh, hier ist ein Fahrradfahrer. Hüchen. Eben los. Ja, wie gesagt, ich hatte ja da auch so meine kleinen Probleme ja mit der Map jetzt zum Anfang. Und da muss ich jetzt erstmal gucken, ob das jetzt hier hinhaut. Weil ich ja auf dem Profil noch gar nicht so viele Mods habe. Aber trotzdem macht man ja noch den einen oder anderen rein und dann kann es sein, dass es funktioniert und dann kann es nicht funktionieren. Naja, alles manchmal komisch. Ja, los, jetzt muss ich hier stehen. Da warten wir erstmal, bis hier alle hier vorbeifahren und dann bringen wir unseren Burger dahin, wo er hin muss. Ja, schreibt mal rein, wann wart ihr das letzte Mal? Bei mir ist es mittlerweile jetzt, glaube ich, schon fast einen Monat wieder her. Als ich das letzte Mal mir sowas gegönnt habe und muss jetzt nicht jeden Tag sein. Ab und zu kann man sich mal sowas reinziehen, aber in Maßen. Ja. Bitte irgendwie in Maßen, da jetzt nicht gerade euch die Dinger da reinzwirbeln jeden Tag. Ja, das gibt ja auch immer so, welche gehen zu Burger King, welche zu McDonald's. Ich gehe eher zu Mc's. Aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Das Beste ist wahrscheinlich, dass man... Naja, was ist denn los hier? Ja. Wenn dann sowas in so einen richtigen Diners ist, oder? Denke ich mal. Oh, der Blinker so extrem, wa? Das ist ja wieder... Haut ja wieder ordentlich hin. Ja, viel kann man mit dem Truck jetzt nicht machen, aber ich dachte mir, mit der Lackierung, hier findet ihr einen Steam Workshop, da lässt sich definitiv mal ein Video machen. Außerdem, habe ich ja auch gesagt, will ich ja immer wieder mal ein bisschen was anderes zeigen. Ne? Oh, feini. Kann er jetzt mal ein bisschen spurten hier. Aber trotzdem ist er noch irgendwie laut, oder? Lass mal ja mal ein bisschen rollen. Aber da kannst du hin und her probieren. Ach, mal geht's nicht. Außerdem krieg ich langsam Hunger. Auf den Sonntag. Da werde ich mir auf jeden Fall noch was gönnen. Und eine kleine Tour machen mit dem Fahrrad, obwohl es ja knüppelheiß ist, ja. Oh. Was ist los hier? Nur offen. Wird noch die Kontrolle gemacht. Und das letzte Mal hatte ich Probleme. Also ich habe ja gerade nochmal anprobiert und ich hatte noch einen anderen Mod drin. Und zwar hier diesen mit den Firmen. Der lässt mich aber auch nicht rein, ne? Und das hat er irgendwie nicht so richtig vertragen. Mal sehen, wie er es jetzt macht. An der Stelle, wo der Kreisverkehr kommt,
schon wieder anhalten. Hier, ich sehe den LKW von hinten. Das muss wahrscheinlich... Das war schon ein bisschen komisch. Naja. Ich habe jetzt die Map, falls ich das jetzt immer noch falsch gemacht habe. Ich habe erst die Map ganz unten gehabt. Jetzt habe ich sie ganz oben. Und als erstes diese komische Zusatzdatei und darunter die Euromap. Ja, so habe ich das jetzt erstmal angeordnet. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Ich weiß es nicht. Das werden wir ja jetzt gleich sehen wahrscheinlich. Ich bin ja bis zu den Kreisverkehr gekommen. Und dann hat er gesagt, Desta Maria Esperanto. Nee, hier geht es nicht weiter. Aber ich habe ja gerade eben einen Mod wieder deaktiviert. Vielleicht hat es da angelegen. Das ist halt die... Naja, Sachen gehen so ein bisschen auseinander. Was ist Priorität? Von unten nach oben, von oben nach unten? Das sieht kein Mensch durch, ey. Ja, jeder erzählt was anderes. Das ist echt ein bisschen blöd. Oh, jetzt sind wir schon mal hier. Ah, ja, das ist die Entspiegelung, das ist echt ein bisschen heftig, ne? Oh. Hier wollen wir jetzt schon weiter wie beim letzten Mal. Also schon mal war es vielleicht gut, dass ich diesen E-Mod da deaktiviert habe. Wann hier raus? Das ist natürlich schlecht erkennen jetzt bei dem Navi, ne? Also da muss man jetzt wirklich ganz genau hingucken. Aber jetzt fahren wir ein bisschen über Land und wir werden auch oft genug hier rausschalten. Diesen kleinen, niedlichen, wunderschönen LKW auf der schön überarbeiteten Karte ein bisschen besser zu betrachten. Passt doch ganz gut hier. Aufpassen! Die Bürger kommen! Oh, hier musst du ja richtig langsam fahren. Waren die schon immer so weit auseinander? Das war aber jetzt sehr, sehr knapp. Uiuiuiui, habt ihr das gesehen? Junge. Aber ich muss noch mal, also das haut mich komplett um. Also ich glaube, das ist noch viel zu laut. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das ist jetzt für euch angenehmer. Und ihr könnt das, weil der Motor, der knallt ja hier so rein. Also ist ja nicht mehr schön. So, wir werden dann auch gleich die Fähre fahren. Schnell darf ich eigentlich fahren. Mal 70, ja. Insgesamt 140 Kilometer. Zieht sich natürlich jetzt hier auch ein bisschen mehr, ne? Muss ja auch sagen. Guck mal. Mein Hüchen, ist auch zu schnell. Oh, gut. Wir müssen ja die gefrosteten ihre Fleischstückchen hinbringen. Boah, das ist schön. Guckt euch das an. Sieht doch noch was aus hier. Und jetzt dieses LKW hier in dieser Kombination. Ah, fein. Ich muss hier lang. War das schon immer so gewesen oder ist das neu hier? Halt das Problem, weil ich ja ein neues Profil habe und das würde ich jetzt einmal für die Karte jetzt benutzen. Da weiß ich jetzt nicht mal genau, ob das alles so hier schon mal abgefahren bin oder nicht. Kommt mir irgendwie neu vor. Vielleicht. Ja, ist gar nicht neu. Oh. Jetzt frech erstmal LKW hier Vorfahrt nehmen. Kann mich auch nicht so richtig erinnern, ob das hier wirklich schon so war. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Der fährt ja hier hoch. Das kenne ich, ja.
Naja, egal, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen über Land. Das ist ja so eine Sache, die ich ja auch toll finde. Und bin ja echt gespannt, wie das SCS dann regelt mit den ganzen anderen Städten, die sie jetzt überarbeiten wollen, ne? Das wird definitiv eine kleine Herausforderung. Auch gerade für die ganzen Leute, die Mods machen, ne? Die Kartenmods. Müssen immer wieder. Jetzt kommt Hannover, was kommt als nächstes? Wenn jetzt zum Beispiel Bremen oder so kommt, dann ist die ganze Arbeit erstmal für die Katz, für die Jungs, die jetzt gemacht haben, auch für die Promos-Leute, ne? Ah, ja, das ist dann sehr, sehr ärgerlich, das alles wieder irgendwie zu implementieren, reinzufummeln. Ach, das will mir dann irgendwann auf den Sack gehen. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ne? Hast alles angefangen, bist auf einem guten Stand. Die Leute gefällt das, was man gebaut hat, und dann bumm, kommt SCS und sagt: No way. Naja, muss man mal gucken. Vielleicht gibt es dadurch neue Impulse und neue Möglichkeiten, ne, die man dann nutzen kann. Ne? Muss man ja mal sehen. Ja, das so negativ sehen. So, jetzt fahren wir hier erstmal rein. Die nächste hier drinne. Jetzt geht's ab zur Fähre. Oh, schön. Da fährt schon der eine Dampfer. Ah, herrlich. Wasser wirkt so ein bisschen braun, ne? Guck mal, da hinten geht's dann los. Das große, große Meer. Ja. Gut, dann machen wir mal langsam. Das sieht einfach nur cool aus, ne? Mit den Zäunen, mit den Zaun hier. Das hier so runter, ganz gemütlich. Gar nicht so schnell. Auch auf die Fähre. Weiß gar nicht, ob ich Filmszenen angemacht habe. Ah, ab nach Glückstadt. Nee, habe ich nicht an. Sieht nicht danach aus. Aber auf jeden Fall bringt mir das über 4.600 € ein, diese kleine Fahrt. So, wir sind da. Na dann. Ab erstmal nach Glückstadt. Wunderschöne kleine Stadt, ey. Sehr hübsch gemacht. Ah, hier am oberen Norden, ey. Nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall Ostsee machen. Vielleicht dieses Jahr auch einfach mal im Herbst irgendwie mal fahren. Einfach mal für 2 Tage. Und hier die Wollschweine, ne? Auch alle wieder am Start. Also von mir aus können sie hier oben im Norden weiter ausbauen. Das ist eine wirklich schöne Landschaft. Alle so in Richtung Mecklenburg oder so. Mecklenburgische Seenplatte oder was das heißt. Aber wichtig ist Spreewald. Spreewald. Richtig schön Gurkenmaximus da. Oh, müssen weiter geradeaus fahren, ja. Herrlich. Finde es gerade in der Kombination mit dem LKW richtig interessant. Ah, unser Kunde wartet schon auf die Lieferung. Naja, gut. Pünktlichkeit ist nicht so meine Sache hier im Spiel. Aber okay. Das ist die Hupe, das haben wir hier mal. Ja, so ein Bauarbeiterpfeifen hier. Eine Rüstung, wisst ihr? Wenn sie dann dastehen und so. Die Mädels sind daher pfeifen so. So. Ja, aber Eier in der Hose haben, die richtig anzusprechen haben, so nicht. Dann machen sie einfach so ein Gepfeife. Ah, hier mit dem ganzen Grünzeug. Eieiei. Ach, guck an. Busse fahren auch hier lang.
Ah, da muss man aufpassen. Bei Busse habe ich ja manchmal so meine Probleme. Da fahre ich ja manchmal so rein, ne? Boah, das lassen wir da bei Lidl. Wir fahren hier lang. Ach, so eine Überlandtour, das ist doch einfach was Schönes. Herrlich. Immer ringucken müsste, wo ich langfahren muss, ey. Und was? Ach, der jetzt hier. Bleibt der stehen und bleibt. Ja, der bleibt stehen für mich. Oh, Feini. Scheint aber jetzt zu funktionieren, ne? Also, sind jetzt schon 16 Minuten unterwegs. Wir haben jetzt noch 75 Kilometer. Jetzt jene Probleme. Also hoffen wir mal, es bleibt doch so. Ach, guck mal, da hat der Trecker den Weg gesperrt. Das ist gut. Ah, Richtung Kiel. Kiel ist ausgeschildert. Ja, passt schon. War ich hier richtig? Ja. Das Navi nicht zu sehen, das ist ja blöd. Soll ich auf der Kumkina? Naja, alles gut. 30 Kilometer noch bis Kiel. Ja, 45, ja, ein bisschen Zeit wahrscheinlich. So, noch ein bisschen Autobahn und dann sind wir gleich da. Da hat der kleine Transporter hier, ob es nun 7,5, ich denke mal nicht 7,5, es wird um die 12 Tonnen sein, dieses Fahrzeug, ne? Könnt ihr mal reinschreiben, ich bin da jetzt hundertprozentig ja, basiert jetzt auf diese Fahrzeugtypen, aber die fehlen definitiv noch im Spiel. Das wäre doch so schön, so eine kleine Fracht zu transportieren, so einen kleinen LKW, dann ein Konvoi-Modus, einer fährt so, einer, also die Abwechslung, ne? Sowas fährt er natürlich auch rum. Gerade in der nahen Zukunft werden ja solche Fahrzeuge dann wahrscheinlich mit Elektro oder Wasserstoff, da scheiden sich ja noch die Geister. Man geht jetzt so davon aus, dass Elektro eher Autos, Wasserstoff-LKWs. Ja, sowas in der Art. So ist das dann vielleicht mal ihr Plan. So, da vorne ist Kiel. Dann müssen wir jetzt hier rüber. Das von Kamel. Mann, 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 Mann. Vom Fahrer hier drinnen. Ja, ganz komisch aus. Das ist ein Igor. Er ist wieder so ein russischer Mod hier, ne? Habe ich noch gar nicht gesehen, das sieht ja so komisch aus hier. Oh, 14 Kilometer noch. Jetzt aber los. Die warten jetzt schon. Wahrscheinlich die Autobahn wäre es definitiv schneller gewesen, als wenn wir jetzt hier diese entspannte Tour hier machen. Können wir jetzt hier noch rüberfahren? Ja. Manchmal muss man Glück haben. Jetzt sind wir in Kiel. Jihi. Haben sie hier in Kiel eigentlich viel gemacht? Ah, nee, haben sie jetzt. Nee, hier ist Kiel. Das ist eher so ein bisschen Standard, aber die Eingangsschilder haben sie schon verändert. Ich habe bei Hannover mal gespannt, wenn sie das überarbeiten, haben sie die Eingangsschilder auch machen. Aber es war irgendwie schon klar. Also, wir haben ja schon oft genug gesagt, die deutschen Städte und gerade wo wir Österreich, da waren ja auch welche von SCS dabei, wir gucken. Haben wir ja auch so ein bisschen angedeutet, dass eigentlich in Deutschland ja auch noch ein bisschen was zu machen ist, außer die Straßen wurden ja gemacht, die Autobahnen. Aber was uns noch fehlt, sind natürlich die Städte und das war richtig imstande. War uns ja allen irgendwo klar, dass
aussehen kann wie hier. Also die Anordnung, ja, könnte jetzt, wenn du jetzt einfach die Gebäude hier so siehst, kannst du jetzt nicht sagen, dass du jetzt in Kiel bist, sondern kann auch woanders sein. So. Auf jeden Fall geschafft. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber ob wir den LKW hier nochmal nehmen, also ich sage mal, wenn jetzt die Scheiben das ein bisschen anders wäre, ja, dann würde ich das auf jeden Fall machen. So. Ja, trotzdem interessantes Fahrzeug mit ein paar Problemen, aber es gibt Schlimmeres und wir haben unsere Burger jetzt in Großhandel abgegeben und werden jetzt weiter verteilt an alle, die gerne essen gehen. So, das war's erstmal. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns, ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt, Donnerstag, Mittwoch, ach, Donnerstag, denke ich. Dann sehen wir uns vielleicht morgen live. Ich weiß es noch nicht. Kommt aufs Wetter drauf an. Aber gibt auf jeden Fall noch einen Livestream. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.